Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben heute endlich das Video, auf das ihr schon seit so langer Zeit gewartet habt. Und es tut mir leid, aber ich musste wirklich das ein, zwei Mal neu aufnehmen und ich wusste nicht, in welche Richtung das gehen soll und wie ich das genau machen soll. Ihr habt so oft danach gefragt, und zwar, wie man mit besserem Movement... oder besseren Techniken, wie man besseren Spawn-Kenntnissen endlich eine Nuke erspielen kann. Und ich habe ein wunderschönes Gameplay für euch, ein Nuke-Gameplay auf Gridlock. Ich würde sagen, eine eher der schwierigeren Maps dabei, weil sie einfach sehr, sehr breit ist. Das Ganze ist solo erspielt natürlich. Es bringt nichts, wenn ich euch zeige, wie das geht, wenn ich mit einer 6-Mann-Party-Herrschaft irgendjemanden spawn-trappe. Ihr sollt schon sehen, wie man das schaffen kann, wenn man alleine spielt. Ich werde durch die Gedankengänge durchgehen in dem Gameplay. Ich werde euch sagen, warum ich was wann gemacht habe. Ihr werdet es auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen, glaube ich. Es ist wirklich ein krasses Gameplay. Er spielt mit der Spitfire im wunderschönen Dark Matter. Selbstverständlich, wie auch sonst. Ich glaube, es wird euch gefallen und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Eine kurze Info habe ich für euch, unten in der Videobeschreibung, ich habe einen neuen Designer für ein, zwei Sachen bei mir, der wirklich großartige Arbeit macht, der hat mein neues eigenes Logo entworfen, der hat sich um meinen YouTube-Banner gekümmert. Wenn ihr mal einen Designer braucht für eure Seite, für euer Unternehmen, für eure Firma, unten ist er verlinkt, könnt ihr gerne mal drauf schauen, ist wirklich sehr, sehr cool, coole Grafiken, wirklich ging super schnell von gestern auf heute, hat er 3 Stunden dran gearbeitet und wirklich ein klasse Ergebnis. Auf jeden Fall könnt ihr draufklicken, falls ihr da irgendwie Interesse habt. Genauso könnt ihr draufklicken, wir haben noch einen zweiten Sponsor bei uns auf dem Kanal, und zwar den guten Nick mit dem Controller-Modding. Wollt ihr auch einen SCUF-Controller haben und habt vielleicht keine 180, 190 Euro übrig für so einen SCUF-Impact-Controller oder ähnliches, klickt einfach unten mal auf die, in der Videobeschreibung auf den Link, der macht wirklich großartige Controller. Ihr könnt auch euren eigenen einschicken. Ihr zahlt dafür aktuell mit SCUF-Pedals in der Farbe, wie ihr wollt, 30 Euro. Die Qualität ist super, ich habe ja vor einem Jahr einen komplett neuen von ihm für 200 Euro geschenkt bekommen. Ich habe noch einen zweiten Controller hier, ich zeige euch den mal eben. Hier, das ist der zweite von mir. Mit gelben Pedals, ein ziemlich einfaches Ding. Das war der erste, den ich mir damals machen lassen, der ist jetzt über 2 Jahre alt und der hält immer noch perfekt. Die Pedals sind einmal abgebrochen, in der Mitte, das passiert irgendwann mit der Zeit, aber ich habe ihm einfach geschrieben, dass ich 2 neue brauche. Er hat mir einfach 2 neue zugeschickt, hat mich nichts gekostet, kein gar nichts. Damit spart ihr auf jeden Fall eine Menge Geld und jetzt, bevor ich euch weiter hier vollquatsch, Leute, lasst uns einfach direkt mal ins Gameplay gehen und dann gucken wir uns genau an, was wir hier gemacht haben, warum wir es gemacht haben und ich hoffe, ihr werdet nach dem Video das Ganze besser verstehen. Like! Könnt ihr gerne da lassen, aber da warten wir noch ein bisschen drauf, und zwar, wenn euch das Video gefallen hat. Ich will wirklich nur, dass ihr ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Es soll nämlich ja mir auch zeigen, dass diese Art von Videos bei euch gut ankommen. Also lasst uns loslegen und gucken, was Sheppy hier alles gerissen hat. So, ihr seht, wir sind gerade am Anfang der Runde. Ich hatte die ersten paar Sekunden noch nicht reinjoinen können. Wir spielen mit der Spitfire. Hier holen wir direkt die ersten beiden Leute raus. Da kommt noch der dritte. Auf der Karte gesehen holen wir auch noch 54 Leben. Das heißt heilen, kurz zurückbleiben, nächsten picken. 4 Stück, Leute. Jetzt kommt der nächste. Haut die Suchermine raus. Das sind 3 Gegner. Ihr habt es auf der Karte gesehen. Jetzt ist natürlich Moment vom Glück. Er läuft links an mir vorbei. Das gehört dazu. Zu jeder Nuke gehören 1 oder 2 Momente, wo ihr einfach Glück habt. Jetzt sehen wir wieder, er verfolgt uns. Das heißt, wir wissen, es kommt einer. Es kann noch ein zweiter kommen. Einfach weg, hinter die Deckung, abpicken, nächsten hinter die Deckung. Nutzt, was ihr in diesem Game habt. Nutzt jede Möglichkeit. Ihr seht das, das ist gnadenlos in 30 Sekunden ungefähr. Das heißt, ein Drittel von der Nuke haben wir jetzt in 30 Sekunden schon geschafft, weil wir uns clever angestellt haben. Wir sind zurückgegangen mit dem Ganzen. Wir sind hinter die Deckung gegangen, haben kurz auf die Karte geguckt. Nutzt die Karte, Leute, sie ist wichtig für euch. Wir sind kurz vorm Tempest, wir spielen Drohne und Konterdrohne. Das Klassensetup seht ihr am Ende noch, damit ihr auch genau wisst, mit welcher Klasse und mit welchen Perks und Aufsätzen ich das gespielt habe. Und wir haben hier eine SMG, das heißt, wir haben eine Spitfire. Wir wollen nicht auf der offenen Karte in der Mitte rennen, wo lange Wege sind. Das ist der Weg,
den wir nehmen wollen, wenn wir Sturmgewehr, Titan, irgendwas spielen. Wir wollen diesen kleinen Raum, das ist das Dojo, auch das Call-Aus-Dojo. Wir wollen diese kleinen Räume nutzen. Ihr seht, wieder die Drohne am Start. Wir haben den Tempest. Rechts auf der Karte habt ihr gesehen, da kommen jetzt Gegner. Das heißt, wir picken uns den ersten. Wir wissen, der Spawn ist auf der Seite. Woher wissen wir das? Guckt auf die Karte. Ein Teammate ist bei uns, 4 Teammates sind ganz hinten. Der Spawn muss hier sein. Es geht gar nicht anders. Selbst bei einem Spawn-System wie hier in Black Ops 4, wo einiges irgendwie, ich sag mal, ein bisschen komisch ist. Jetzt gucken wir wieder. Mitte ist frei. Wir pieken kurz rum, gucken, ob wir einen sehen. Wir können ihn picken. Weg. Riskiert nicht, dass ihr da zu lange steht. Es bringt euch nichts. Ihr werdet von der KN, von der Rampart sowas von weggemeldet. Jetzt seht ihr wieder, der Spawn ist nach wie vor hier. Wir wollen immer da sein, wo der gegnerische Spawn ist. Nicht direkt vor denen, aber ein bisschen flankieren. Hier auf diesem kleinen Raum haben wir die beste Möglichkeit, Gegner zu picken. Unsere Teammates sind in der Mitte beschäftigt, wir gucken, rechts ist kein Spawn, hier sind sie, schön wieder zwei gepickt. Ihr braucht nicht in jeden Gunfight gehen wie die wilden Tiere. Hier hatten wir wieder einen kurzen Moment Glück, er läuft einfach an uns vorbei. Aber ihr seht, wenn ihr mit der Spitfire spielt, auf kurzen, kleinen Momenten, dann müsst ihr Gas geben. Ihr müsst immer vorsichtig sein. Unnachgiebig, 20er, Konterdrohne ist wieder dabei, die hilft uns. Wir brauchen keine Killstreaks dabei, weil die uns die Kills wegnehmen, die wir für den Nuke brauchen. Wieder aufs Radar achten, ist wieder einer vor uns. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Vielleicht haben sie Heatwave ausgepackt. Linke Seite gesehen, 3 rote Punkte. Ersten angeschossen, warten, ob er zurückkommt. Wenn er nicht zurückkommt, pushen. Immer überlegen, was ihr machen sollt. Wollt ihr drauf pushen, wollt ihr kurz warten? Wieder eingepickt. Gucken, ob hier rechts... Der Spawn war die ganze Zeit da, weil ich A, nicht zu weit in den Spawn reingerannt bin und meine Teammates, das war dann auch Glück in dem Moment, Gott sei Dank weiter hinten gestanden haben. Denkt dran, es sind alles random Teammates, kein einzigen davon kenne ich, ich habe keinem gesagt, was er tun soll. Jetzt seht ihr, der gesamte Spawn wechselt. Meine Teammates sind auf der Karte auf der anderen Seite, wo ich die ganze Zeit war. Das heißt, ich will weg da, ich will zu den Gegnern, ich will auf die andere Seite. Dafür nehmen wir den Außenweg, aus dem einfachen Grund, dass wir eine Spitfire haben. Die ist auf kurze Distanz mega, auf lange Distanz können wir sie eigentlich vergessen. Jetzt haben wir gesehen, einer ist da durchgelaufen, jetzt ist riskant. Was machen wir? Rechts oder links laufen? Ich will links laufen. Rechts sind die Teammates in der Mitte. Hier wollen wir gucken, ob wir einen Gegner finden. Hier oben ist einer. Bin ich raufgekommen, wieder raufgesprungen, da ist er. Und wieder eingepickt. Das ist einfaches Lesen der Karte und einfaches Verstehen der Spielmechanismen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist der Spawn jetzt? Guckt auf die Karte. Einer ist rechts vor uns, zwei sind links hinter uns und einer ist ganz hinter uns. Der Spawn ist wieder vor uns. Das heißt, kurz pieken. Pieken heißt um die Ecke gucken. Da sehen wir einen. Jetzt wollen wir den mit dem Tempest haben. Wenn wir den kriegen, kriegen wir auch einen zweiten mit dem Tempest. Ihr seht, da geht jetzt die Kette los. Immer noch 3-4 Teammates vor uns. 3-4 Gegner vor uns. Jetzt spawnt auf der linken Seite, wo die Gegner eben gerade waren, wieder ein Teammate. Also rotieren wir wieder die Karte rüber. So macht ihr Nukes, Leute. Ihr könnt natürlich auch durch die Mitte rushen wie ein Wahnsinniger, aber dann werdet ihr so schnell gepickt, wie ihr euch das gar nicht vorstellen könnt. Wir sind jetzt auf der Brutal, den Kill haben wir nicht bekommen und jetzt fangen einige Leute schon an, meistens auch vorher, Panik zu bekommen. Spielt es ruhig runter, Leute. Ihr braucht keine Panik haben. Obwohl, hier sehen wir 3-4 Gegner. Ihr braucht dann nicht versuchen, die alle gleichzeitig zu holen. Heilen, nochmal außen vor, ihr habt eine Drohne, ihr habt gleich die Konterdrohne, das heißt, ihr werdet auf dem Radar nicht gesehen. Und hier wird es jetzt eng. 2 Gegner, 3 Gegner, geht in Deckung, lauft notfalls weg. Er kommt rechts, das heißt, ihr geht rechts lang. Wieder eingepickt, das war clever gespielt einfach in dem Moment. Spielt clever. Jetzt seht ihr auf der Karte, er kommt von hinten. Holt ihn euch. Wenn ihr auf der Karte seht, er kommt, nutzt es aus. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 27 und es sind nur noch 9 Kills übrig. Macht euch keine Panik, ihr kriegt die Kills, ihr müsst nur clever sein. 2 Stück fehlen noch, es sind noch 8 Kills übrig. Den haben wir nicht bekommen, scheiß drauf. Nächsten, geht hier links außen. Hier ist der Spawn, seht ihr es? Ihr seid hinter denen, nicht vor denen, da ist die Nuke. Easy gespielt, ohne große Probleme. Ein, zweimal ein bisschen Glück gehabt, das gehört dazu. Egal wie gut ihr seid, es gehört immer dazu, dass ihr ein bisschen Glück habt. Ich hoffe, das ist für euch verständlich geworden. Wenn es vielleicht sehr schnell war, ich wollte es wirklich so in Echtzeit kommentieren, damit wir nicht jede Szene 20 Sekunden analysieren, denn die Zeit haben wir im wirklichen Gameplay auch nicht. Solltet ihr Fragen haben, solltet ihr noch Tipps haben, schreibt die in die Kommentare rein. Wirklich, ich werde euch versuchen, so gut wie möglich zu helfen, dass ihr bessere Spieler werdet. Ich kann euch nur die Tipps geben, die ich habe. Ich kann euch nur sagen, was ich mir bei solchen Szenen denke. Jeder muss natürlich seinen eigenen Spielstil finden. Wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt gerne eine Bewertung da, ich würde mich freuen. Falls du neu auf meinem Kanal bist und dir dieses Video vorgeschlagen wurde, lasst gerne ein Abo da, es wäre auch großartig.
Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich bin raus. Haut rein. So, meine Freunde, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch zeigen werde, wie die Spitfire aussieht. Deswegen war vielleicht die Verabschiedung schon ein bisschen früh. Aber wenn ihr soweit noch dran bleibt oder dran geblieben seid, dann habt ihr auf jeden Fall die Klasse, wie ich sie spiele. Und zwar habe ich gespielt die Spitfire ganz normal mit, das spiele ich immer, mit dem großen Magazin, mit dem schnellen Magazin und mit dem Schaft dazu. Beim Schaft könnt ihr ein bisschen überlegen, da könnt ihr auch Schnellziehen machen, da könnt ihr Lasermarkierer machen. Da gibt es so ein, zwei Optionen, aber ich will möglichst schnell beim Spielen sein, wenn ich mir das Spitfire spiele, deswegen für mich Schaft Pflicht. Natürlich keine Secondary, weil wir die nicht brauchen, genauso wenig das wie ein Visier, das brauchen wir beides nicht. Steam Injection aus dem einfachen Grund, dass wir sehr, sehr oft in Close Range Gunfights sind, öfter mal ein, zwei Gegner picken müssen und uns einfach schnell heilen müssen. Dazu Plünderer, weil ihr nicht immer Crash spielen wollt und selbst mit Crash ist eure Muni bei der Spitfire sehr, sehr schnell leer. Also Plünderer definitiv Pflicht. Und dann habt ihr jetzt die Wahl. Also ich spiele es zum Beispiel mit Leichtgewicht, um noch diese 7% schneller zu sein und Gung Ho, das beste Perk im Game. Ihr könnt alternativ natürlich Gleichgewicht rausnehmen und stattdessen Taktikmaske reinsetzen. Wenn euch die Suchermine nicht allzu oft killt oder ihr nicht allzu oft in eine Heatwave rennt, dann ist Taktikmaske aber zumindest in dieser Klasse nicht die beste Option, sondern stattdessen Leichtgewicht. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt Schaft rausnehmen und Taktikmaske reintun, dann seid ihr ein bisschen sicherer, vielleicht ein bisschen langsamer. Das ist eure Entscheidung, so ist auf jeden Fall meine Klasse, so habe ich es gespielt und jetzt bin ich wirklich raus. Macht es gut, euer Scheppi.